Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück. Heute gönnen wir uns ein Ei. Okay. Ich würde sagen, das da ist das Schwerste, oder? Lass mich mal riechen. Riecht nicht wirklich nach viel. Und es wiegt, ne, es ist auch noch leicht. Ich hätte, glaube ich, einmal das Grüne gerne. Kann ich mir den aussuchen, irgendwie? Ah, okay. War kein spezielles Ei dabei. Oh, und ich kann auch nicht auf dem Monster reiten, wenn ich ein Ei trage. Das heißt, jetzt heißt es raus hier! Jo, tschüss! Das Ei ist wahrscheinlich nichts wert. Er hat jetzt aber keinen von denen gesagt, dass es ein gutes Ei ist, ne? Ja, ein bescheidenes Vogel-Wyvern-Ei. Muss nicht mal bedingt vom, Pilot sie sein. Da war noch ein anderes Monsternest hier. Das habe ich noch gesehen. Kann ich jetzt hier einfach runterspringen? Kann ich, und es tut dem Vieh auch nicht weh. Da hinten war nämlich, meine ich, noch eins. Sofern sich das jetzt nicht weggeportet hat. Nee, das ist noch da. Na komm, dann gönnen wir uns das jetzt hier auch noch. Hier gehe ich dann aber auch straight aufs Ei. Und natürlich wird jede Kiste mitgenommen. Okay, das ist jetzt gerade anders aufgebaut, als ich gerade eben hier drin war. Oh, Bulls. Bullfangus. Let's go. Ich müsste mir mal die Werte von denen angucken. Geht auf Geschwindigkeit. Ich denke mal, die gehen auf Angriff. Auf den gehst du. Ja, die gehen auf Kraft. Bam. Ist aber kein One-Hit. Das heißt, die halten was aus. So, den finish ich jetzt erstmal. Fango wurde besiegt. Okay. Gehe ich jetzt mal in Ladungstackling. Macht ja auch gut Schaden. Der macht ja noch den Todesschlag oben drauf. Oh, und auch noch einen üblen Lacktritt. Oh. Das hat wehgetan. Das hast du fein gemacht, Ranma. Nebenbei, ich brauche mir nicht angucken, was die droppen, ist im Endeffekt eh egal. Ich drücke einfach X und sammle direkt alles ein. So, jetzt will ich einmal kurz gucken. Kann man sich die Werte von denen angucken? Der hat Nestsuche. Also der sieht die Karte, wo das Nest ist. Der ist ein bisschen langsamer. Der hat mehr Verteidigung und hat einen anderen Schwachpunkt. Aber insgesamt für den Kampf ist Ranma besser, ne? Ja, mit ihm sehe ich sofort, wo das Ei ist. Aber für den Kampf ist halt Ranma besser geeignet. Okay, das Monster schläft. Laut Katze. Welches Monster ist es denn? Ein Philozitrom. Es wacht nicht auf.
kann mir ja die Eier nicht aussuchen, welche ich es aufhebe. Okay, er sagt das nicht. Ein grünes Ei. Und es ist leicht wie eine Feder. Ich glaube, beim dritten Ei wacht es auf. Aber ich riskiere es trotzdem. Nee, das ist scheiße, das Ei. Okay, ich nehme das. Ranma, Hilfe! Verdammt! Wir kennen den ja schon, also bis gleich. So, Zeit mal die Bindungsfähigkeit von Kulu Jaku zu sehen. Explosion. Also das habe ich jetzt mal für euch drin. Oh, das ist eine Eierbombe. Lustig. Also es war eh der letzte Hit. Aber ich wollte halt auch mal dafür die Fähigkeit sehen und zeigen. Von unserem Eierdieb. Der hat mehr gebracht in dem Kampf. Weil der Techniker ist. Okay, ich darf das Ei trotzdem behalten. Dann tschüss. Bin schon gespannt, ob es ein gutes Ei ist. Also zwei Eier habe ich ja jetzt. Bin mal gespannt. Ein bescheidenes Pflanzenfresserei. Die verschwinden danach auch, die Bauen. Ich könnte hier noch Viecher bekämpfen, aber es wäre sinnfrei. Da oben ist noch ein Bau. Den will ich mir noch holen. Dann gehe ich zurück zum Dorf. So, wo komme ich hier gut hoch? Hier. Nimm einmal die Kiste mit und hol mir das Ei. Hier ist kein Monster, sagt unser lieber Freund. Dann bin ich mal gespannt. Nein, er sagt, es ist Kacke. Auch da sagt er, es ist Mist. Und das war das letzte Ei. Dann verschwinden wir mal. Es ist schön, dass ich nicht den ganzen Weg zurückrennen muss. Also drei Eier habe ich jetzt und die kann ich jetzt ausbrüten lassen. Das macht mich glücklich. Da muss ich einfach glücklich gucken. Papiere. Kelbis! Euch habe ich noch nicht bekämpft. Kommt her! Warum kann ich die nicht bekämpfen? Gemischter Honig. Ja, ja, egal. Wir gehen jetzt zurück. Und dann nutzen wir, was wir geholt haben. Wir haben die Eier nicht für umsonst geholt. Die werden jetzt gebrütet. Da oben musste ich hin dafür, wenn ich mich recht entsinne. Bin schon gespannt, was daraus schlüpft. Hey there. Hallo. Wir werden Pflanzenfresserei sehen. Ja, habe ich. Hey there. Hier. Guck's dir an. Wie Geld für. Fantastic. Dafür habe ich Leitfaden bekommen. Wahrscheinlich waren das jetzt Rezepte. Brandsalbe kann ich jetzt herstellen.
Dafür brauche ich nur ein Aloe-Blatt und Honig. Das Blatt, das habe ich nicht. Muss ich die Eier doch woanders ausbrüten? Habe ich nochmal die Eier ausgebrütet? Es ist ein paar Wochen her, dass ich die Demo gespielt hatte. Ich nehme gerade an einem Stück auf. War es im eigenen Haus? Nee, warte, ich glaube, es war in meinem Menü. Sehr leicht, sehr leicht, sehr leicht. Ich glaube aber, dass da nicht so wirklich gute Viecher bei rauskommen. Ich glaube, es wäre schlauer, die zu verkaufen. Ich will auch generell mal wissen, was man für ein Ei so bekommt. Also an Geld. Ja, ich weiß, wie gemein das klingt. Wann habe ich denn Weizen eingesammelt? Hab ich ja gar nicht mitbekommen. Oh, ein geheimes Rezept. Und diese Teile. Ja, wann ich den Trüffel eingesammelt habe, das weiß ich. Die Donuts, würde ich sagen. Muss da auch gucken. Ein Sammelamulett. Wo ist denn überhaupt der Gebetstopf? Okay. Er will Conscious tot sehen. Aha, Raritäten. Ich weiß wirklich nicht, wie viel ich überhaupt annehmen kann. Ja, und das mit dem Larinox, das schaffe ich noch nicht bisher. Dafür bin ich noch nicht stark genug. Ach, hier. Hier kann ich jetzt ein Amulett opfern. Dann habe ich für 45 Minuten bessere Punkte. Dann kriege ich besser die seltenen Objekte, aber momentan brauche ich das ja noch nicht. Aber das könnte ich reinwerfen. Warte mal. Ich kann ein Amiibo benutzen? Einen Moment. Ich habe die Amiibos glücklicherweise auch neben mir stehen. Probieren wir doch einfach mal einen aus. Kann ich jetzt jeden Amiibo einmal verwenden? Die Sequenz ist schön. Ready. And your fortune is... Sichelmond. Was bedeutet Sichelmond? Glänzendes Amulett hatte ich bekommen. Diamantamulett. Ich guck nach dem Video, wie viel man einlösen kann. Oh, das Gebet sollte ich vielleicht mal einsetzen. Das Trainingsgebet. Kriege ich mehr Erfahrung. Ach ja, ich wollte ja noch gucken, was kriege ich für ein Ei. Weil ich sie verkaufen kann. Verkaufen. Objekte. Die Eier kann man nicht verkaufen. Okay. Und ich kann jetzt gerade auch nichts Besonderes bei dir kaufen. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 3000? Okay, ich verbessere mal eben kurz mein Schwert. Ich habe das jetzt hoffentlich rausgeschnitten, was ich hier gemacht habe. Ich habe mir jetzt nur einen neuen Bogen geholt und ein Velocidrom-Schwert. Was recht stark ist. So, hier bin ich. Yay,
you're back! How'd you like your first solo quest? It's pretty wild, right? Yo. I was worried you might get lost or something. I'm super glad to see you all in one piece. Ich doch nicht. Huh, was it easy? You look completely unfazed. Ja, die waren alle schwach. No denying you're Red's grandkid. Konnten alle nix. You even brought back eins? Ich hab drei. Oh wow, you're right. Huh. I'm a better teacher than I thought. Which is it? Thanks to your teaching or because this is Red's grandkid? Who cares? You did a great job and that's what counts. What do you think, Kana? They're ready for the next one, wouldn't you say? Was ist denn der nächste Schritt? Really? Isn't it a little too soon for the rookie to handle alone? Ich schaff das schon. You should go with them too, just in case. Why so serious, guys? Whatever it is, we can handle it. Ja, ich hab ihn ja dabei. Of some recent turf wars in the Pona grasslands. Oh, Revierkämpfe. Turf wars? What's Foto session? That? It's when monsters fight over territory. We've even found badly injured monsters in the grasslands. Oh. We can't just let them tear each other apart. It'll be bad news for the island's ecosystem if we do. Let's get moving. I'll meet you at the edge of the village. Oh ja, das wird lustig. Aber wo kann ich jetzt nochmal das Ei ausbrüten? Es war doch da oben, oder nicht? Ja, jetzt können die um Reviere kämpfen. Kampfgefährt. Ein Kampfgefährt ist ein Verbündeter, der an deiner Seite kämpft. Die dürfen nicht sterben. Gut. Irgendwo muss doch stehen, wo ich Eier ausbrüten kann. Bei den Stallungen. Da höchstwahrscheinlich. Ansonsten habe ich keine Idee, wo ich es ausbrüten darf. Mal ausprobieren. Ja, hier darf ich die Eier ausbrüten. Ich bin schon gespannt. Und einer Fotonov brauche ich nicht. Aftonov, Entschuldigung. Kann ich die auch hier abgeben? Uns die freilassen. Ich will nur wissen, was halt aus den Eiern rauskommt. Da kommt ein Drome raus. Und da? Wahrscheinlich ein Jaco, oder? Ja, ein cooler Jaco. Brauche ich aber alle beide nicht. Ich habe schon zwei. Ich kann hier denen, glaube ich, auch neue Fähigkeiten geben, oder? Warte mal, umbenennen. Du heißt wieder Jaco. Weil ich will jetzt nicht so einen Brillo-Namen wie Dieb drin behalten. Ja Leute, ich würde dann nochmal sagen, dass wir hier für heute fertig sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!